Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Robot. In der letzten Folge haben wir mit Noah gespielt und wurden recht stark, haben auf jeden Fall eine Winstreak von 2, das ist ja schon mal nicht schlecht für mich. Und heute machen wir wieder eine Challenge und zwar die The Smiliest Nun Challenge. Die glücklichste Nonne, die ihr jemals gesehen habt. Ja, oder auch nicht. Also dass sie dieses Nonnen-Dings auf dem Kopf haben, das war schon klar, aber dass sie so eklig aussieht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall haben wir. Mal schauen, wir haben den Katzenkopf, Gabis Kopf. Das heißt, wir kriegen ein paar Fliegen auf jeden Fall. Dann haben wir die schwarze Bohne. Das heißt, wenn wir getroffen werden, dann pupsen wir, glaube ich. Ja, dann haben wir noch die Robe da. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Mitre? Heißt die Mitre? Ich glaube, die heißt Mitre. Die macht, dass wenn wir getroffen werden, dass unser Space-Item eine Aufladung weniger braucht. Also dann ja, kann man den Kopf halt nochmal einsetzen, sobald wir einmal getroffen werden. Und halt noch Mulligan. Das heißt, wenn wir Gegner treffen, dass wir Fliegen spawnen. Also so schwer wird die Challenge dann wahrscheinlich auch nicht sein. Wie viel Schaden haben wir von Anfang an? 2. Ist also auch ganz okay. Und halt pro Raum ein paar Fliegen, die halt auch für uns angreifen. Das ist ganz schön. Vor allem, umso stärker wir werden, umso stärker werden auch unsere Fliegen. Und dieses Mulligan ist quasi so ein kleines Gabby sein. Ist nicht genauso gut wie Gabby sein, aber kommt nah dran, wenn man halt Fliegen spawnt mit Hits, mit Treffern. Und ja, wir haben ganz normal 3 Leben und müssen wahrscheinlich wieder bis zum Satan kommen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil bis jetzt waren die ganzen Challenges ja bis zum Satan. Was ist das denn bitte für ein assiger Raum? Nicht nett. Oh, eine Bombe. Das ist cool. Genau. Und wir versuchen einfach, das zu schaffen. Easy. Sollte nicht allzu schwer werden. Oh, guck mal, da kriegen wir auch gleich noch ein Trinket hinzu. Verlieren hier erstmal Leben. Okay, wir haben diese schwarze Bohne, die also den Gegnern auch schadet. Das wusste ich nämlich jetzt auch eben nicht. Es gibt ja auch noch diese andere Bohne, die, glaube ich, wenn man getroffen wird, nur die Gegner wegstoßt mit dem Pups. Aber die haben wir nicht. Wir haben die andere. Das ist gut. So. Hier hätten wir dieses Flat-Ding. Wir haben da 2 Leben. Schade. Die wir einsammeln könnten. Deswegen habe ich das mal gespendet. Wir hätten auch locker jetzt ein paar Fliegen uns holen können. Ah, das war dumm. Das wäre dumm. Wir hätten uns locker Fliegen holen können. Mit jedem Treffer, den wir bekommen, können wir ja uns neue Fliegen holen tun hätten. Und so. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, los Fliege, Attacke. Pow, 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 pow. Oh, Bundi, Bundi. Okay. Das haben wir gut ausgewichen. Zudem bin ich heute ein bisschen krank, das heißt, bitte mal, ne, und so. Wenn ich jetzt komisches Zeug laber, was ich eigentlich immer tue, dann seht es mir nach. Muss auch heute zu Hause bleiben, aber egal. Passt schon. Erstmal Monster besiegen. Sollte nicht allzu schwer werden. Und wir können sogar da jetzt mitnehmen, wenn wir wollen, weil wir in den Challenges da sowieso nichts freischalten. Leider, leider. Okay. Monstro, sterbe! Das heißt, Mulligan wäre auch eigentlich richtig gut, wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt noch ein paar. Okay, das ist natürlich auch gut. Damage Up ist immer gut. Plus HP Up ist super. Was soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Wenn wir ein bisschen. Tiersub, wenn wir Tiersubs bekommen. Weil umso mehr Tiersubs, umso mehr Hits kriegen die Gegner und umso mehr Fliegen können wir dann spawnen. Das wäre auch ganz cool. Und wir haben jetzt schon rote Tränen. Okay, aber haben keinen Strich mehr bekommen. Aber es ist zumindest ein HP-Up ja auch noch gewesen. Und wir haben komische Hörner auf dem Kopf. Yay. Jetzt sind wir endlich eine richtige Nonne. Denn nur Nonnen mit Hörnern auf dem Kopf sind richtige Nonnen. So. Was sonst noch? Weiß ich nicht. Ich gehe heute wieder longboarden. Ich war gestern auch mal endlich wieder longboarden, weil gestern so schönes Wetter war. Das war schön. Das war richtig schön. Richtig, richtig toll war das. Und wir haben einen Kompass? Wieso konnten wir den Boss sehen? Ach, wegen unserem Trinket. Ja, okay. Okay, und wir sehen, da hinten gibt es irgendeine Bibliothek. Ich weiß nicht, ob ich die. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Weil der Kopf ja eigentlich schon recht cool ist. Oh Gott. Immer nur gut.
So, ein bisschen Geld. Okay, dann werden wir auf jeden Fall nochmal in den Shop reingucken. Mit 15 Münzen auf jeden Fall. Möchte ich ehrlich gesagt auch mitnehmen. Aber 2 Leben ist schon happig. 2 Leben für die Sensen. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Ist nämlich ein Damage-Up und wir können jetzt durch Gegner durchschießen. Das ist bestimmt ganz cool. Das hat was. So, andererseits produzieren wir sowieso Fliegen. Das heißt, wir brauchen den Kopf eigentlich nicht. Und wir haben schon ein Gabi-Item. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben schon ein Gabi-Item von Anfang an. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, der Big Fan. Ja, nehme ich mit. Nee, Giant Spiders und Flies. Oh, okay, gut, dass ich das mitgenommen habe. Giant Spiders and Flies. Ich dachte, das wäre der Big Fan. Aber der sieht anders aus. Okay. Ja, geil, dann machen unsere Fliegen jetzt noch mehr Schaden. Als eben schon. Ja, geil. Dann nehme ich auf jeden Fall den Kopf mit. Dann will ich erst recht nicht in die Bibliothek. Guckt euch die Fliegen an, wie riesig die sind. Oh. Wenn wir jetzt Gabi werden würden, irgendwie, dann ist das bestimmt ein bisschen... Ah, OP. Ich hasse diese Dinger. Diese blöden Knöpfe. Okay. Two of Diamonds nehmen wir erstmal mit, weil das lohnt sich nicht bei nur einer Münze. Verdoppelt halt die Münzen. Ist das ein Kreuz da drauf? Nee, oder? Wie erkennt man denn hier eigentlich diese Kreuzdinger, diese Kreuzsteine bei dieser Textur? Ich habe keine Ahnung. Jebe, wir gehen erstmal ein bisschen weiter runter. Vielleicht können wir auch mal diesmal den Bosswasch machen. Dann können wir den auch mal sehen. Stark genug sind wir dafür eigentlich jetzt schon. Na, Gabi-Items? Nö. Kein Gabi-Item. Ich möchte auf jeden Fall Gabi werden. Wenn wir schon ein Gabi-Item haben. Und Mulligan dazu haben. Oh, dann würden wir so viele Fliegen produzieren. Endlos viele. Und die wären alle so richtig groß. Oh, das wäre richtig nice. Das wäre schon echt geil. Wie viel Schaden haben wir jetzt? 4 schon. Nicht schlecht. Hat diese Sense also 2 Schaden mehr uns gegeben. Hammer geil. Hey. Larry Senior, nicht weglaufen von uns. So, wollen wir da rein? Wird uns halt unser schwarzes Leben kosten, aber da kann natürlich ein Gabi-Item drin sein. Oh. Okay, wir haben auf jeden Fall 2 rote Herzen. Das ist noch eins. Wenn wir jetzt also gleich unser schwarzes Leben verlieren sollten, irgendwie, dann können wir da auf jeden Fall mal reinschauen. In den Stachelraum. So, nicht vergessen, immer den Kopf noch einzusetzen. Wäre ja schade um den Schaden. Gut. Was haben wir hier Schönes? Kann ich mal bitte Schaden bekommen, damit ich da reingehen kann? Mensch, Mensch, Mensch. Alles musst du dir selber machen. Ich würde halt ungern das schwarze... Oh, okay. Hä? Ah, wir haben eben blaue Herzen aufgesammelt. Ganz vergessen. Okay, wir gehen erstmal zum Boss. Mega Fetti. Hi. Hast du hier ein bisschen rumgeschissen, ja? Ich sehe das schon. Willst du das nicht sauber machen? So ein Ekelpaket, ey. Hä? Du bist ja widerlich. Besser widerlich als widerlich. Okay, irgendwie ist unser Schaden doch nicht so toll. Hätten wir die Fliegen nicht, dann würden wir gar keinen Schaden machen. Kommt mir das so vor. Egal. Speed und Range Up ist auch immer schön. Wow, wow. Hunde bellen. Da bin ich ja mal gespannt, wer da jetzt kommt. Autsch. Okay, hat sich das gelohnt? Nee, vielleicht. Voll hell. Ja, pff. Ah, pff. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einfach nur blaue Herzen verloren. So, aber wir brauchen noch den Shop. Obwohl, wir haben gar kein Geld. Ich will trotzdem den Shop. Wo ist der Shop? Und goldene Räume. Oh, goldene Räume gibt es ja nicht. Da ist eine Challenges. Und in Challenges gibt es halt keine goldenen Räume. Aber das wissen wir ja schon. Oh, das ist unser schwarzes Herz. Okay, dann haben wir jetzt also noch genau 2 rote Herzen. Ich spreng den mal in die Luft. Vielleicht kann ich mir ja... Nee, okay. Schade. Sonst hätten wir uns vielleicht das blaue Herz kaufen können. Aber da wir wissen, dass wir jetzt
Oh. Na gut, wenn ich da jetzt nochmal gegenlaufe, dann bin ich tot. So. Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil... ich habe den Automaten doof gelegt. Ich sammle erstmal die Herzen ein. So. Obwohl, wir können den Automaten auch in die Luft sprengen. Das machen wir. Wir sprengen kurz den Automaten in die Luft. Obwohl, zweimal laufen wir noch gegen. So, haben wir schön viele Fliegen immerhin. Und ganz viel Geld. Da ist sogar noch ein Herzchen rausgekommen. Das ist doch super. Dann können wir einfach mal Two of Diamonds einsetzen. Haben wir 22 Münzen. Dann können wir die Shielded Tears uns holen. Und das nette Ding. Ihh. Oh. Gehen die trotzdem noch durch die Gegner durch? Weiß das jemand? Werden wir ja gleich wahrscheinlich sehen. Können wir mal kurz in den letzten Raum hier reingehen, um das zu sehen. Weil wenn jetzt unsere Fähigkeit durch die Gegner... Ne, okay, das bleibt. Wir können immer noch durch die Gegner durchschießen, können aber die ganzen Tränen abwehren von denen. Das ist doch schön. Zwar sehen unsere Tränen jetzt nicht mehr so geil aus, dafür ist unser linkes Auge viel cooler. Und wir haben halt Shielded Tears. Okay. Dann... ab in die nächste Ebene. Wir hätten uns noch ein bisschen mehr Geld farmen können. Fällt mir gerade so auf. Egal. So. Noch ein Herz. Ja, wir haben halt nur 3 Leben. Das ist jetzt das einzig Schlechte, aber dafür haben wir viel Schaden. Mit den Fliegen, die wir da haben. Und auch sonst alles genug, so, außer Geld. Aber das passt schon. So. Wie sieht's mit der Zeit aus? 10 Minuten und wir sind jetzt in der 3. oder 4. Ebene. Eins von beiden. Dann haben wir den Shop. Wir haben allerdings nur 3 Münzen. Lohnt sich also nicht, aber wir haben so viele Schlüssel. Die Red Candle. Ja gut, ja gut. Und der D irgendwas. Was ist das für ein D irgendwas? Ja, D irgendwas ist das. Stimmt, stimmt. Das ist D irgendwas. Weiß ich nicht, ob ich den haben will. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, was der macht. Ich glaube, der Revolt meine Sachen, oder? Wie hieß der? D10 oder so? Weiß ich gerade nicht. Ist ja auch egal. Ich will den nicht haben, weil das wird wieder unsere ganze Challenge hier verunstalten und das wollen wir ja nicht. Schieß doch. Triffst uns eh nicht. Oh. Aber dein Kompagnon hat uns getroffen und wir werden noch kleiner. Yay. Süß. Treff mich ja eh nicht. Oh Gott. Wow. Okay, für die Fliegen mache ich das gerne. So. Noch ein bisschen stärker ist jetzt die Frage, ob wir Book of Belial mitnehmen wollen. Das ist eigentlich saugeil. Und wir würden halt jedes Mal einen Devil Deal oder so bekommen. Aber wir kriegen auch so schon die Devil Deals irgendwie. Von daher, Rangestone ist natürlich nicht ganz so geil. Da oben ist noch ein Stachelraum. Da will ich auf jeden Fall noch rein. Könnte ja aber ein Gabi-Item drin sein. Und schnell genug sind wir ja sowieso. Njong. Njong. Ein blaues Herz. Und dafür müssten wir nur ein Leben lassen. Was war die blaue Pille? Ist die Frage. So. Ja, ich weiß, dass ich an dem Stachelraum vorbeigelaufen bin. Hä? Wieso haben wir jetzt keine Schilde-Dinger mehr? Hä? Das Schild ist weg, weil... weil. Das Schild ist weg, weil wir die Kohle aufgesammelt haben. Echt? Aber ich glaube, der Schildeffekt ist trotzdem noch da, oder? Ich glaube schon, jetzt dürfen wir hier keine Leben verlieren, weil sonst kommen wir nicht mehr raus. Ja gut, wir können uns auf jeden Fall das blaue Herz kaufen. Und wenn wir da jetzt rübergehen, dann verlieren wir, glaube ich, ein ganzes Leben. Das heißt, das dürfen wir nicht machen. Jetzt dürfen wir es allerdings doch machen. Und das machen wir auch, weil da halt noch eine Pille ist. Mit Eiferpilz. Super. Das brauchten wir noch. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. So, dann kaufen wir uns hier das Ding. Okay. Hat sich gelohnt. Dann haben wir wenigstens 4 Leben. Und wissen, dass in dem Stachelraum kein Gabi-Item drin ist. Perfekt. Perfekt, perfekt. Haben zwar wieder Zeit verloren, aber wir sind immer noch schneller als die Zeit. Also Bosswasch ist noch drin auf jeden Fall. Für 2 Ebenen 8 Minuten, ja. Sollte eigentlich machbar sein. Theoretisch.
wenn wir uns jetzt hier ein bisschen, wenn wir hier nicht so viel rumtrödeln. So. Aber eigentlich sind wir ja schnell genug. Au, ey, das ist uncool. Ach doch, wir haben doch diesen Schild, aber den sieht man erst, wenn... Hä, eben hat man den kurz gesehen. Oder täuscht das? Ah, der Schild wird größer, umso weiter die Fliege, die Träne fliegt. Die Fliege dreht. Aua. Du Blödkopf, du. Okay, das war falsch. So. Ich bin mal gespannt, ab welcher Challenge wir nicht mehr dem Satan gehen müssen, sondern den anderen Weg. Und da kommen wir gar nicht durch. Doch, okay. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Oh, Fliege, du machst das. Sehr schön. Gut. Hier war aber falsch. Na dann. Dann laufen wir halt nochmal hier lang. Ich dachte, großer Raum, da ist bestimmt richtig, aber nö. Diese Mod verarscht einen. Ach, die sind einfach. Da können wir ja durchschießen. Sehr schön. Wir haben nur 4 Münzen, aber ich schaue trotzdem mal. Die Batterie bringt uns gar nichts. Das ist, glaube ich, die Batterie, die einfach nur aufladen lässt, oder? Dass man dann öfters als einmal das Item nutzen kann. Aber da wir das sowieso in jedem Raum benutzen, brauchen wir das nicht wirklich. War hier nicht noch eben irgendwas gedroppt? Ich weiß es nicht. Oh, wie riesig ist das Feuer denn bitte? Warum war das Feuer so riesig? Was ist falsch bei dem Feuer? Schon ein bisschen gruselig. Du hast gut lachen, hä? Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das wird in diesem Fall ich. Hahaha. Oh Mann. So, da war auch schon den Boss. Schon. Wir waren vor lange in dieser Ebene irgendwie. So. Hallo, Headless Horseman. Da. Alles gut bei dir? Bla. Ach, wir können ja gar nicht fliegen. Oh, wir sind doch gar nicht Gabi. Ich dachte, wenn der fliegen kann, dann kann ich das auch. Leider nicht, aber wir könnten jetzt fliegen, wenn wir wollen. Fliegen ist schon eigentlich ganz geil. Okay, komm, wir fliegen. Wir fliegen. Ist uns egal. Wir fliegen. Fliegen ist cool. Ich mag fliegen. Nikopolis 2. Wir haben 4,5 Minuten, um Mutti zu besiegen. Sollte an sich nicht allzu schwer werden. So. Müssen wir halt nur irgendwie finden. Die kleine Mutti. Jetzt dauert das natürlich alles ein bisschen länger, weil wir... Oh. Weil wir den Katzenkopf nicht mehr dabei haben. Und dadurch weniger Schaden. Aber nein, war das jetzt eine schlechte Idee? Fliegen zu wollen? Aber fliegen ist doch cool. Wer will nicht fliegen? Okay, aber das... Wir greifen echt voll langsam an. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich hätte vielleicht den Katzenkopf behalten sollen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mit dem Equip, das wir dann jetzt haben, möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht den Bosswasch machen. Suicide King. Okay, wenn wir irgendwie ein zweites Leben haben, werden wir das mal einsetzen. Das wäre richtig cool. Suicide King ist witzig. Nimm doch das... Wieso nimmt er das nicht? So halt blöd, Mann. Wo kriegen wir denn jetzt ein zweites Leben her, Leute? Wo kriegen wir jetzt ein zweites Leben her? Das muss ja auch nur temporär sein, oder? Gibt es irgendein Item, das einen kurzfristig noch ein... Nee, gibt's nicht. Oder weiß ich das auch nicht. Wo kriegen wir jetzt ein zweites Leben her? Wir bräuchten irgendwie Judas Schatten. Judas Schatten wäre echt richtig geil. Dann würde ich mich auf jeden Fall selber umbringen. Weil Judas Schatten, die zweite Form, ist ja nochmal stärker. Oder halt das neue Lebensitem, das wäre auch ganz toll. Aber erstmal finden sowas. So viel Zeit haben wir noch. 2,5 Minuten.
Nichts. Wow. Da dachte ich, ich mache mehr Schaden. Dem war aber nicht so. Was haben wir denn Schönes im Shop? Ach, den Greed. Okay, hi. No. Das war einfach ein Pilz, oder? Ne, Full Health. Okay, Full Health ist natürlich eigentlich ganz geil. Aber, oh. Egal. Hallo Mutti. Hä, das ist ja sogar eine recht normale Raumstruktur. Das ist auch selten. Und wir machen nicht wirklich viel Schaden. Aber Mutti wird Schaden machen, wenn sie uns trifft. Wieso greift uns das Viech nicht an? Egal, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, es dauert einfach mal nicht über 1,5 Minuten. Das wäre schon recht fresh. La 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 la. Hörst du wohl auf, mich anzugreifen? Oh Gott, ich sterbe. 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 Oh Gott, ich sterbe wirklich. Dei. Dei, 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 dei. Dei, dei, dei. Uncool. Kann ich mal aufhören, diese ganzen blöden Gegner hier zu spawnen? Komm schon, komm schon, komm schon. Stirb schneller, stirb schneller, stirb schneller, stirb schneller. Oh mein Gott. Okay, ich nehme natürlich das Polaroid mit. Was haben wir hier? Ein Damage-Up auf jeden Fall. Okay, nehmen wir das mit und hauen ab hier. Tschüss, tschüss. Obwohl, wir hätten eigentlich ein paar Bosse besiegen können, um zu sehen, ob die vielleicht wirklich noch Sachen droppen. Egal. Zwei Hits und wir sind weg. Das ist ja gute Aussichten. Das sind super Aussichten. Nicht. Gut, wir bräuchten irgendwie halt ein zweites Leben. Dann könnten wir Suicide King einsetzen. Würden richtig viele gute Items bekommen wahrscheinlich. Und dann wäre alles gut. Oder wenn wir hier irgendwo einen blauen Stein finden, dann ist auch alles gut. Aber ich sehe hier keinen. Auf jeden Fall gerade nicht. Oh Hilfe, oh Hilfe. Weg, geh weg, ihr Digga. Weichet von mir. Gut, 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 gut. Überhaupt nicht gut. Wir werden gleich sterben. Jämmerlich. Oh, ja. Okay. Halbes Leben, lang doch. Okay. La la la, wir leben noch. Wir sind voll gut. Wir haben noch 1,5 Leben. Bevor mich ein Gegner tötet, mache ich gleich Suicide King. Das gönne ich den Gegner nicht, dass sie mich töten dürfen. Da bringe ich mich lieber selber um. Nur ein Lebensitem wäre schon ganz cool jetzt. Oder ein blaues Herz. Oh oh. Da. Komm, 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 komm. Gib mir blaues Herz. Yes. Danke. Du vielleicht auch noch. Full Health. Setz mir ein. Eine Fliege. Die wird uns behilflich sein. Denke ich mal. Noch ein blaues Herz. Perfekt. Noch eine Fliege. Oh. Okay. Geiler Automat auf jeden Fall. Der Automat war schön. Der hat uns 2 Fliegen gegeben. Heißt, wir können besser die Sachen abfangen. Und Leben hat er uns auch gegeben. Das ist doch schön. Dann fühlen wir uns wenigstens ein bisschen sicherer. Ich war eben schon im Laser drin. Ich hätte eigentlich Leben verlieren müssen. Gut, dass ich es nicht getan habe. Spiel ist mal nett zu uns. So, da hätten wir noch ein halbes rotes Herz zumindest. Aber wo ist der Boss? Ist hier vielleicht irgendwo ein blauer Stein? Darauf müssen wir jetzt auf jeden Fall achten, ob hier irgendwo blaue Steine sind. Die sind gerade überlebensnotwendig. Da oben ist ein blauer Stein.
nämlich da, habe ich gesehen. Mit einem blauen Herzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, no. Gegen Gegner, die einen eigentlich nicht wehtun können, laufe ich einfach gegen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Aber Dizzy, was tust du? Meh. Mhm. Schade. Hätte ja ruhig bei einem Lebensupgrade oder so drin sein können. Gut, wo waren wir noch nicht? Hier links. Hier waren wir noch nicht. Hier werden rote Herzen. Aha. Bible Track. Ich glaube, wir müssen jetzt kein Engel mehr werden. Wir sind schon engelsgleich. Oh, wow. Hä, die explodieren einfach so? Diese komischen Fliegen? Seit wann das denn? Sind die in der Mod wirklich so, dass die gar nicht so einen Rotz da verschießen, sondern sofort explodieren? Echt? So. Na, immerhin war der Boss einfach. Oh, gibt uns sogar noch ein blaues Herz. Das ist natürlich nett. Oh, und noch ein HP ab. Und Tiers ab. Ja, dadurch fliegen die jetzt halt ein bisschen langsamer, aber das können wir verkraften dafür, dass wir schneller angreifen. Schneller angreifen ist sowieso wichtiger für uns. Damit wir halt öfters diese Fliegen spawnen. Das ist also schon recht gut. Denn Fliegen bedeutet Schaden und Schaden ist gut. Ich hätte trotzdem noch gerne ein zweites Leben irgendwie. Für die Suicide King. Ah. Karte. Okay, dann nicht. Was gibst du uns? Bisschen Geld. Mit den Automaten kriegt man eh viel coolere Sachen. Sag ich doch. Okay, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Macht nix. Oh, Moment. Komische Bumsen-Typis. So, hier, Bomsaki, macht uns nicht wirklich was. Komische Fliege, ein bisschen Herzchen. Wow, da ist ein weißes Auge. Ist das denn ernst? Das ist nicht cool. Sampus, können wir mal mitnehmen. Solange wir noch kein zweites Leben haben, bringt uns das andere sowieso nichts. Wow, ich hoffe, wir müssen nicht mehr allzu weit gehen. Aber ich glaube, bis zum Teufel müssen wir auf jeden Fall. Ah, das kann was werden. Das kann echt was werden. Mit nur 3 Leben und ohne Schild oder sowas. Und ohne Gabi sein? Ich weiß ja nicht. So, komm her, ich weiß, dass du noch lebst. Ein rotes Herz. Explodiert der, weil der so dunkel ist? Du, einer lebt noch. Wo ist er? Da ist er. Los, Fliege. Attacke. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Fliege. Tjo. Wo gehen wir denn dann mal hin? Da gehen wir halt nach links. Ach, ja. Ein kleiner Piep. Nochmal kurz vom Boss. Warum nicht? Solange ich nicht
Solange es nicht so blatt ist, ist ja alles okay. Eigentlich. Ja. Okay. Mit 3 Leben gegen Muttis Herz. Schauen wir mal. Könntest du aufhören, deine ganzen Dinger hier zu spawnen? Danke. So, eigentlich kann sie uns nichts anhaben, weil wir halt diese Shielded Tears haben und dadurch das alles abfangen. Ihre ganzen Tränen. Das Einzige, was uns wehtun könnte, wäre tatsächlich ihr Laser. Oder halt ihre komischen Gegner hier. Wir müssen nur bis zu Mutters Herz. Oh, danke. Oh, geil. Wieso müssen wir denn in der dritten Challenge nur bis zu Mutters Herz? Ich dachte jetzt, wir müssen locker noch bis zum Satan. In den ersten beiden müssen wir bis zum Satan und jetzt noch bis zu Mutters Herz? Hä? Wird das jetzt immer leichter oder was? Ist das immer leichter oder was? Ja gut. Geil, dann haben wir es sogar doch noch geschafft. Mit 2 Leben den Teufel besiegen, das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft, aber so läuft bei uns. Läuft bei uns, haben wir auch die glücklichste Nonne auf Erden geschafft. Das ist toll. Mir gefallen übrigens diese Kritzeleien am Hintergrund. Oh, vor allem der Dark Mom. Das ist ja super süß. Ist ja super süß. Pammelt. Da haben wir wahrscheinlich den Dark Mom. Okay. Haben wir die Challenge auch geschafft. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt The Binding of Isaac Rebirth Savior Mod Challenges oder was auch immer. Normaler One kommt ja erstmal übermorgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende und tschüss.